des nahenden Sturms. Hauptquartier des Staatsoberhauptes sprach der Oberbefehlshaber über die jüngsten Erfolge der Armee. Voller Zuversicht, dass der Krieg in nur wenigen Jahren zu gewinnen sei, sprach er dem großen Fortschritt der Waffentechnologie unter der Führung von General Strasse einen großen Anteil an den jüngsten Erfolgen zu. Ist das Gewicht der Welt auf Ihren Schultern zu schwer, Agent Blaskovich? Ich habe ziemlich breite Schultern, Agent One. Nun, wir verlieren ihn, diesen Scheißkrieg. Hat mir keiner gesagt. Das Hauptquartier hält's unter Verschluss. General Totenkopf fertigt in seiner geheimen Basis unaufhaltsame Mordmaschinen. Laut Einsatzbesprechung verwahrt eine seiner Offiziere, Helga von Schaps, die Akte in ihrer Basis, Burg Wolfenstein. In der Akte steht, wo wir Totenkopf finden können. Das ist womöglich die letzte Chance, bevor das Regime alles Gute in der Welt vernichtet. Amerika wird niemals fallen. Also, hier ist der Kontrollpunkt. Ihr Deckname? Kommandant Franz, Spezialeinheit des Regimes aus Frankfurt. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Sie und ich, Blaskovich. Als Team. Wir schaffen das. Also gut. Ihre Tarnung ist ehrlich gesagt grauenvoll. Nicht sprechen. Und lassen Sie Ihre Waffe möglichst lange stecken. Die Papiere von Kessler sind im Handschuhfach. Da. Gut. Gehen wir. Nicht vergessen. Wachsam bleiben. Kein Wort. Und mir nach. Klar? Kommandant Franz aus Frankfurt. Ob das funktionieren wird? Ach, scheiß drauf. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Herr Jäger kommt gleich. Jawohl. Der macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, ein Hotdog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amis. Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Ach. Greta, bei Fuß. Hotdog. Irgendwas musste ich doch sagen. Das war Rudi Jäger, Helgas Stellvertreter. Er soll seinen Hunden Gefangene aus dem Burggefängnis zum Fraß vorwerfen.
Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Helga von Schaps. Echt fieses Mischstück. Ausgewählt von Totenkopf selbst. Hohes Tier der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge. Hatte mal das Pech, hier bei einem Einsatz in Tansania über den Weg zu laufen. Hab ich das schon erzählt, Blaskovic? Hatte Schwarzwasserfieber damals. War der schlimmste Tag meines Lebens. Nicht mal eine ausgiebige Whiskykur hat geholfen. Glauben Sie das? Na, was soll's. Diese Burg, sie gehört Helga. Ihr okkultes Forschungszentrum. Wir müssen Totenkopf erledigen, sonst ist der Krieg verloren. Und Helga ist da ganz entscheidend. In ihrem Büro befindet sich die Geheimakte. Darin sollte stehen, wo Totenkopfs Basis ist. Sobald wir die haben, nun, nutzen wir die Chance, greifen seine Basis an, machen ihn kalt, drehen diesen Scheißkrieg um und kommen zurück, pünktlich zum Tee. Den Alarm aus. Sie gehen zu Helgas Forschungszentrum. Wir bleiben per Funk in Kontakt. Halten den Kanal offen.